Wir wollen der Mikrosystemtechnik Relevanz geben und das ist genau die Aufgabe dieses Mikrosystemtechnischen Kongresses vom VDE und dem Bundesministerium ausgerichtet. Der 8. dieser Art und auch der größte dieser Art im deutschsprachigen Raum. Hier geht es um künstliche Intelligenz, um 5G, um Smart Cities. Heute, morgen und übermorgen können Sie sich wie nirgendwo im deutschsprachigen Raum über diese Technologien informieren. Und wir hoffen, dass Sie ein Stück weit dazu beitragen werden, die Relevanz dieser Technologien gerade für unseren Wirtschaftsstandort, aber auch für unsere Lebenswirklichkeit mitzunehmen und zu fördern. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Alternative zu USA und China in Europa benötigen. Ich plädiere dafür, dass wir einen europäischen Weg gehen und dass wir eine europäische Art der Digitalisierung gestalten. Na, die Mikrosysteme sind immer noch die Übersetzer von der physikalischen in die digitale Welt. Digitalisierung ist ja für uns ganz, ganz wichtig. Aber es haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren geändert. Neue Funktionen wie Kommunikation, wie hohe Datenmengen müssen auch von den Mikrosystemen behandelt werden. Und der Mikrosystemtechnikkongress, der adressiert diese neuen Themen. Den gibt es ja schon zum 8. Mal und er entwickelt sich immer weiter. Und es werden die neuen Themen, neue Funktionalitäten, neue Anwendungen, Spezifika der Anwendungen und die gesamte Wertschöpfungskette der Mikrosysteme als Hauptschwerpunkt des Kongresses in diesem Jahr adressiert.